Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan der Irish Terrier Erfahrungsberichte. Heute geht es darum, was kostet eigentlich ein Hund? Was kostet ein Hund? Also, mal abgesehen natürlich von jeder Menge Zeit und auch einigen an Nerven, kostet ein Hund ja vor allem auch Geld. Und das ist was, was wir jetzt, glaube ich, nach anderthalb Jahren einigermaßen gut einschätzen können, wie viel zumindest uns unser Hund kostet. Und es gibt da so ein paar Punkte, die bestimmt auf jeden zutreffen. Und es gibt natürlich auch ein paar Punkte, die jetzt ganz speziell bei uns zutreffen, die vielleicht bei anderen gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Aber wenn wir einfach mal am Anfang anfangen, dann ist natürlich als allererstes der Erwerb des Hundes. Das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Von kostenlos bis zu mehreren tausend Euro ist da ja alles möglich. Grundsätzlich kann man sowieso sagen, nach oben ist dem Ganzen immer keine Grenze gesetzt. Man kann immer noch mehr Geld ausgeben. Wenn ihr natürlich richtig Glück habt und ihr habt irgendwie so einen sogenannten Upsala- oder Hoppla-Wurf, also einer, der nicht geplant war, von irgendwelchen Bekannten, Verwandten, Freunden, dann kann das natürlich tatsächlich sein, dass ihr vollkommen kostenlos überhaupt zu einem Hund kommt. Wenn ihr jetzt euch natürlich für einen Hund von einem Züchter entscheidet, dann kommt das natürlich darauf an, was ist das für ein Hund? Ist es zum Beispiel eine Rasse, die eher selten gezüchtet wird, aber was ganz Besonderes, Exquisites ist oder vielleicht auch sehr begehrt, dann kann das tatsächlich sein, dass ihr dafür 2000 Euro oder mehr ausgibt. In unserem Fall war das so, wir waren bei insgesamt zwei Züchtern. Wir hatten ja schon mal einen ersten Anlauf, uns einen Irish Terrier zu kaufen. Das hat dann allerdings aus beruflichen Gründen doch nicht geklappt. Beim ersten Züchter wären das 1300 Euro gewesen für einen Irish Terrier Welpen, Rüden, den man dann eben mit 8 Wochen übernommen hätte. Und ja, wie gesagt, das hat dann leider nicht geklappt. Und bei dem zweiten Versuch waren wir bei einem anderen Züchter, weil natürlich zu der Zeit nicht der gleiche Züchter wieder welche hatte. Waren wir bei einem anderen Züchter und die wollte dann für einen Welpen, einen Irish Terrier Welpen, einen Rüden, den man mit 8 Wochen übernimmt, 1700 Euro. Das klingt natürlich erstmal sehr viel, aber das ist ja eine einmalige Zahlung. Ja, klar, wie gesagt, man kann auch günstiger oder sogar kostenlos an den Hund kommen, aber wenn man sich für einen Rassehund von einem Züchter entscheidet, dann muss man da schon mit ein bisschen mehr Geld rechnen. Wie gesagt, kostenlos kann es sein, dass ihr den übernehmt, wenn ihr ihn von Freunden, Bekannten oder sonst wem übernehmt. Ihr solltet sehr skeptisch sein, wenn euch jemand mitten auf der Straße irgendwie kostenlosen Hund in die Arme drückt. Aber es kann ja auch sein, dass euch einer zuläuft. Das kostet euch ja auch nichts. Ihr könnt natürlich auch ein Tier aus dem Tierheim oder vom Tierschutz holen. Die sind dann natürlich auch nicht kostenlos. Die kosten ein paar hundert Euro, weiß ich jetzt nicht so genau, 300, 400 Euro. Denn das Tierheim oder der Tierschutzverein, die müssen ja auch von irgendwas leben. Und solange wie die den Hund hatten, hat er sie ja auch Tierarztkosten gekostet, hat der Futter gekostet. Und ja, wie gesagt, die müssen ja auch von was leben. Früher habe ich auch immer gedacht, die sollten doch froh sein, wenn man denen die Tiere abnimmt und sollten einem kostenlos geben. Aber natürlich gibt es auch eine gewisse Hürde, sich einfach so ein Haustier zuzulegen, egal was es ist, wenn man dafür eben auch mal Geld in die Hand nehmen muss. Wenn man sich die kostenlos holt, dann macht man das vielleicht dann doch eher unüberlegt. Wie gesagt, wir haben für unseren Hund eben 1700 Euro bezahlt. Das war ja, das Einstiegsgeld, sage ich mal, um überhaupt an den Hund zu kommen. Wir hatten aber vorher natürlich trotzdem auch schon Geld ausgegeben für bestimmte Ausstattung. Wir hatten ja auch schon Futter, ich habe mir ja auch schon Bücher gekauft. Also, ein weiterer Posten, der natürlich auch auf jeden Fall auf jeden Hundehalter zukommt, das sind so ein paar, ich sage jetzt mal, gesetzlich vorgeschriebene Sachen. Also ihr müsst ja für euren Hund Steuern zahlen. Bei uns in Berlin ist das so, dass wenn ihr einen Hund habt, egal was für ein Hund, egal wie groß und egal welche Rasse, auch wenn der von der sogenannten, wenn er einer der Listenhunde ist, ist egal, die kosten alle gleich. Der erste Hund kostet 120 Euro im Jahr, was also, wenn man das auf den Monat rechnet, 10 € im Monat sind. Das ist die Steuer, die für euren Hund zumindest hier in Berlin anfällt. Wenn ihr mehrere Hunde habt, dann kostet jeder weitere Hund mehr. Also der erste kostet 120, ich glaube, jeder weitere
kostet nochmal 180 oder so, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ist auf jeden Fall teurer, ist der zweite Hund, aber egal wie viele mehr ihr euch dann holt, die kosten dann alle gleich viel mehr. Dann ist es bei uns in Berlin vorgeschrieben, dass man eine Hundehaftpflichtversicherung hat. Das ist in unserem Fall, das ist nicht so wahnsinnig teuer. Die muss halt eine bestimmte Deckelung haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, wie viel Euro Personenschaden oder Sachschaden oder so weiter. Sind es bei uns 45 Euro im Jahr, wenn man das also auf einen Monat aufrechnet, weil wir wollen am Ende mal so einen Monatspreis zusammenstellen. Was kostet ein Hund im Monat? Wenn man das also auf einen Monat runterrechnet, dann sind wir bei 3,75 € für die Haftpflichtversicherung für euren Hund. Da kommt es dann natürlich auch wieder drauf an, erstmal welche Versicherung nehmt ihr? Dann, was ist das für ein Hund? Ich kann mir gut vorstellen, dass kleine Hunde vielleicht günstiger sind als große, weil kleine Hunde eher weniger Schaden verursachen als große. Ein großer Hund wirft vielleicht eher mal was um. Wenn der an jemanden hochspringt, dann sind vielleicht gleich die Klamotten zerrissen oder man hat Kratzer in der Hand. Wenn der zubeißt, dann kann das richtig gefährlich werden, als wenn ein Dackel zubeißt. Na klar, kann das auch bluten, aber wahrscheinlich ist es keine wirklich gefährliche Verletzung. Also das sind so ein paar Sachen, Steuer- und Haftpflichtversicherung zumindest in Berlin vorgeschrieben. Es gibt natürlich immer Leute, die sich da nicht dran halten und ihren Hund weder versichern noch steuerlich anmelden. Die sparen sich die Kosten natürlich, aber wir wollen ja mal von dem ausgehen, wie man sich verhält, wenn man sich richtig verhält. Ihr könnt natürlich für euren Hund auch noch eine ganze Menge andere Versicherungen abschließen. Zum Beispiel gibt es sogenannte OP-Versicherung, falls euer Hund operiert werden muss, dass die Kosten übernommen werden, oder generell Hundekrankenversicherung. Wir überlegen tatsächlich zurzeit, ob wir eine Hundekrankenversicherung für Conan abschließen, nicht nur eine OP-Versicherung, denn wir wollen ja mal hoffen, dass der Hund nicht operiert werden muss. Und ich möchte lieber eine Krankenversicherung haben, die wirklich alles abdeckt. Also auch Impfungen, Entwurmung, Medikamente, wenn er einen Unfall hatte, wenn er wirklich mal operiert werden muss, eine, die alles abdeckt. Da waren jetzt meine ersten Recherchen von einer, die wirklich alles einschließt, waren so knapp 65 Euro im Monat. Das klingt ganz schön viel. Aber wie gesagt, da ist ja auch eine Impfung und alles drin. Und ihr müsst mit eurem Hund natürlich auch regelmäßig mal zum Tierarzt. Also der sollte auf jeden Fall geimpft werden. Spätestens, wenn ihr mit dem mal das Land verlassen wollt, weil er Urlaub macht, werdet ihr eine Tollwutimpfung brauchen. Also mindestens die braucht ihr. Ihr solltet ihn aber vielleicht auch noch gegen andere Sachen impfen lassen, die sinnvoll sind. Dann muss er vielleicht regelmäßig entwurmt werden. Dann kann das ja auch sein, dass er sich mal irgendwelche Verletzungen zusieht, Parasiten. Das muss gar nichts Schlimmes sein. Tatsächlich haben wir in letzter Zeit ein bisschen erhöhten Bedarf an Tierarzt gehabt. Also bei Conan fing es an, dass er schon als Welpe Giardien hatte, die behandeln zu lassen. Das hat wirklich Wochen gedauert. Wir mussten immer und immer wieder zum Tierarzt, immer und immer wieder diesen Giardientest machen, immer und immer irgendwelche Medikamente. Das mussten wir alle selber bezahlen. Letztens hat er sich irgendwas eingetreten. Jetzt bin ich da bestimmt auch schon zum fünften oder sechsten Mal mit ihm wieder beim Tierarzt, um das nochmal abchecken zu lassen. Das waren Röntgenaufnahmen, das waren Verbände, das waren Schmerzmittel, das waren Antibiotika. Schon allein das alles zusammen hat mich in den letzten paar Wochen wirklich ein paar hundert Euro gekostet. Und wenn man sämtliche Tierarztkosten, die wir mit Conan hatten, also seit wir ihn übernommen haben bis jetzt, also bis gut anderthalb Jahre, wenn man die alle mal zusammenrechnet, komme ich auf über 1500 Euro an Tierarztrechnungen, und das für einen Hund, der ja eigentlich gesund ist. Der hat ja nicht wirklich was. Es gibt ja auch Hunde, die sind dermaßen überzüchtet, dass man mit denen sowieso wöchentlich zum Tierarzt muss, weil immer irgendwas ist. Oder die haben eine Unverträglichkeit und müssen ständig wegen irgendwas behandelt werden. Also für einen gesunden Hund habe ich in anderthalb Jahren 1500 Euro bezahlt. Wenn man das auf den Monat runterbricht, dann kommt man auf 82 Euro, und da sieht man dann wieder so eine Krankenversicherung, die irgendwie etwas mehr als 60 Euro kostet, also ist letzten Endes im Monat, wenn man es runterrechnet, 20 Euro billiger, als wir bis jetzt bezahlt haben für einen Hund, der noch nicht mal wirklich irgendwas hatte. Das sind also auch Kosten, die auf jeden Fall auch auf euch zukommen können. Wenn wir es mal natürlich nicht hoffen, aber wie gesagt, er ist eine sehr gesunde Hunderasse. Es gibt Hunderassen, die deutlich anfälliger sind oder die ihre Krankheiten einfach von Geburt an schon mitbringen. Da werdet ihr öfter zum Tierarzt gehen, da habt ihr vielleicht viel, viel höhere Krankenkosten. Dann muss euer Hund natürlich was fressen. Auch da ist der Preisspiegel
immens. Also ihr könnt wirklich sehr, sehr günstiges Futter kaufen, ihr könnt wirklich sehr, sehr teures Futter kaufen. Wobei das Günstige nicht unbedingt das Schlechte sein muss und das Teure das Gute. Es gibt auch sehr teures Futter, was nicht besonders gut ist und sehr günstiges Futter, was aber recht gut ist. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie ernährt ihr euren Hund. Wenn ihr ihn also mit Nassfutter oder mit Barfen füttert, werdet ihr schon mehr Geld ausgeben, als wenn ihr ihn mit Trockenfutter füttert. Schon allein deswegen, weil er Nass- und Barfutter viel mehr Futter braucht, als wenn ihr ihn mit Trockenfutter füttert. Also bei Conan ist das so, dass wenn er gebarft wird oder Nassfutter kriegen wird, dann sind es etwas mehr als 500 Gramm pro Tag, die er frisst. Wenn man das Ganze aber in Trockenfutter umrechnet, dann sind es irgendwie 250 Gramm, also ungefähr die Hälfte. Das heißt, ja, Trockenfutter ist in der Regel sowieso ein bisschen günstiger. Wenn ihr da so einen Sack kauft, dann seid ihr recht günstig mit dabei. Wenn ihr natürlich Nassfutter oder Barfen kauft, dann seid ihr schon ein bisschen teurer dabei, wobei Barfen auch nicht unbedingt teurer ist als ein gutes Nassfutter. Wir haben ihm am Anfang gebarft, wir sind inzwischen zu Nassfutter übergegangen, weil er das Rohfutter nicht so gut vertragen hat. Also er hat dann ja häufig Durchfall gehabt und deswegen haben wir jetzt Nassfutter. Das, was wir haben, ist schon so mittelpreisig bis hochpreisigen Segment angesiedelt und da kostet uns der Hund in etwa 60 Euro pro Monat mit der reinen Grundernährung. Also 60 Euro im Monat, plus minus. Kommt immer ein bisschen drauf an, je nachdem, was für eine Sorte man nimmt. Wenn man zum Beispiel Geflügel nimmt, ist das in der Regel eher günstiger als Rind oder Lamm. Wenn man aber Wild oder Fisch haben will, dann ist das nochmal ein bisschen teurer. Und da kommt es eben drauf an, was man nimmt. Wir wechseln da halt immer. Also ein Anbieter, aber verschiedene Sorten. Außerdem normalen Futter, was er so bekommt. Also er bekommt zwei Mahlzeiten am Tag und wie gesagt, so um die 500 Gramm pro Tag. Das heißt 200 Gramm pro Mahlzeit. Bekommt er natürlich auch noch Leckerlis, verschiedene Kauartikeln, davon auch ehrlich gesagt nicht zu knapp, weil ich auch denke, das reinigt ihm halt die Zähne, wenn er Knochen hat, wenn er Rinderkopfhaut hat und sowas alles. Wenn ich das jetzt mal überschlage, so Pi mal Daumen, also wirklich ganz grob, habe ich jetzt nicht wirklich zusammengerechnet, sondern nur so überlegt, was gebe ich so in der Woche dafür aus und habe das dann hochgerechnet, komme ich bestimmt nochmal auf die gleiche Menge, wenn nicht sogar mehr, alleine schon nur für Leckerlis. Ich habe jetzt mal 80 Euro für zusätzliches Futter veranschlagt. Wie ihr seht, ist das teurer als das Grundfutter. Man könnte die Leckerlis auch einfach weglassen. Ja, also nochmal zu den 60 Euro normalem Futter kommen vielleicht nochmal so um die 80 Euro für verschiedenste Arten von Leckerlis und Kauartikeln. Dann kostet euch der Hund natürlich auch Ausstattung. Das sind natürlich auch Sachen, wo man sagt, ja gut, das kaufe ich einmal und dann habe ich es ja sicher. Aber vielleicht wollt ihr, so wie ich, 20 verschiedene Leinen und Halsbänder haben. Wobei es natürlich auch ein Halsband und eine Leine tut, aber schon wenn ihr euch einen Welpen holt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr mehrere Sets an Halsbändern oder Geschirr braucht, einfach weil der Hund ja wächst. Das, was ihm am Anfang passt, das passt ihm ja später nicht mehr. Das heißt, da werdet ihr schon mal was wechseln müssen. Dann gehen die Sachen ja auch mal kaputt. Also kaputt gebissen oder einfach nur so durch die Nutzung oder kaputt gerissen oder was weiß ich, keine Ahnung. Dann wollt ihr vielleicht ein bisschen Spielzeug für euren Hund kaufen, dann braucht ihr ein Futter, einen Napf, eine Wasserschale. Klar kann man auch sagen, gut, Schüsseln habe ich auch sowieso zu Hause, da kriegt ihr einfach die, das wäre dann die günstigste Variante oder ihr kauft eben welche. Auch da könnt ihr günstige Kunststoffsachen kaufen oder teurere Keramiksachen, so wie wir zum Beispiel. Dann wollt ihr vielleicht eurem Hund eine extra Hundedecke oder ein Hundekissen, ein Hundebett. Da kann man hunderte von Euro für ausgeben. Ja, klar, einmal. Aber zum Beispiel hat Conan sein erstes Bett nach ein paar Monaten ja, ein Loch reingemacht und das zerrissen. Das habe ich zwar wieder zusammengenäht, aber ich habe trotzdem ein zweites gekauft. Wir haben ja auch Transportboxen gekauft. Wir hatten wir erst eine und haben dann doch noch eine größere gekauft, weil uns die dann doch zu klein war, obwohl sie eigentlich passen sollte. Verschiedene Decken und Kissen, Leinen, Halsbänder, Geschirre, Spielzeug. Das kommt da auch alles mit rein. Auch solche so Trainingssachen wie Dummies zum Beispiel, das habe ich auch alles gekauft. Wenn ich das mal alles so zusammenrechne, würde ich mal sagen, das war am Anfang natürlich, kam das öfter vor, dass ich da mehr gekauft habe. Das wird natürlich im Laufe der Zeit eher weniger, weil ihr habt ja irgendwann alles. Irgendwann werdet ihr da vielleicht gar nichts mehr kaufen oder ganz, ganz selten mal was. Würde ich mal sagen, sind ungefähr 20 Euro pro Monat an Ausstattung. Und dann kommt in unserem Fall zum Beispiel noch 100 Euro im Schnitt für Training, also ganz allumfassend.
Da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht, was für Kurse wir so gemacht haben, was die im Einzelnen gekostet haben. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Online-Kurse gekauft, die ja auch alle so um die 100 € kosten. Ich habe mir natürlich auch Bücher gekauft, die auch nicht umsonst waren. Das zähle ich aber auch mal mit zu Training, weil darum ging es meistens. Dann hatten wir einen Einzeltrainer, ein Gruppentraining, freie Stunden. Und wenn ich das mal alles so zusammenrechne, würde ich mal einfach behaupten, dass es so im Schnitt 100 € pro Monat sind. Natürlich müsst ihr euren Hund nicht trainieren und könnt euch die Kosten dann auch sparen, aber in unserem Fall ist das so. Dann haben wir auch noch den Fall, dass wir unseren Hund, auch wenn es momentan nicht wirklich notwendig ist, aber wir denken, es tut ihm ganz gut, schicken wir ihn ja zweimal in der Woche in die Hundetagesstätte. Die Hundetagesstätte kostet am Tag, das sind ungefähr 8 Stunden, die er da ist, kostet in die wir ihn bringen, 26 €, meine ich, ungefähr so 25, 26, 27 € irgendwas in dem Dreh pro Tag. Er ist 2 Tage die Woche da. Wenn man das dann auf einen Monat hochrechnet, dann kommt man auf ungefähr 180 €. Also es hat ja nicht jeder Monat immer gleich viele Tage, aber so ungefähr so 180, 160 €, wenn es wenig ist. Klar, die haben auch mal Ferien, dann haben wir auch mal zu oder man selber ist im Urlaub und schickt den Hund nicht dahin. Dann kommt es auch mal vor, dass er vielleicht im Monat nur ein, zweimal da ist. Dann ist es natürlich recht günstig. Oder es ist halt ein Monat, wo er wirklich jedes Mal da ist. Dann wird das natürlich teurer, aber im Schnitt habe ich jetzt mal mit 160 € gerechnet. Ja, das sind also so die laufenden Kosten, die wir haben. Also Tierarzt und Versicherung, also Tierarztkosten oder Tierarztversicherung, die wir aber noch nicht haben. Steuern, Haftpflichtversicherung, Hundetagesstätte, Futter, Leckerlis, Ausstattung und Training. Wenn ich alles zusammenrechne, komme ich im Schnitt im Monat auf 515 €. Das ist schon ziemlich viel. Bevor ich den Hund hatte, habe ich das natürlich auch kalkuliert, was kostet das? Da habe ich natürlich auch gesagt, ja gut, mal eine Impfung, also Tierarzt würde sehr gering sein, okay, kaufen, naja, zählt da jetzt nicht mit rein. Also der Kaufpreis ist jetzt hier nicht auf die Monate runtergerechnet, der ist vollkommen ausgeklammert. Nur alleine das Futter und die Unterbringung und ein bisschen Ausstattung, ich hatte so mit 200 bis 250 € gerechnet und ich gehe jede Wette ein, das kriegt man auch für den Preis hin. Es gibt ja auch Leute, die wenig bis gar kein Geld verdienen, die auch Hunde haben, die dafür so gut wie gar nichts zahlen. Ja, die kriegen vielleicht das Futter gespendet. Es gibt ja auch für mittellose Menschen die Möglichkeit, den Hund kostenlos beim Tierarzt oder bei bestimmten Sanitätern oder wie auch immer sie sich nennen, kostenlos behandeln zu lassen. Die werden wahrscheinlich keine Versicherung haben und vermutlich auch keine Hundesteuer für den Hund zahlen. Die haben den vermutlich geschenkt bekommen und ja, Ausstattung tauschen die dann untereinander oder so. Also ich bin mir ganz sicher, dass man auch für unter 100 € mit einem Hund klarkommt, wenn man das wirklich auf das absolute Minimum reduziert. Ja, wir sind halt bei um die 500 €. Ich glaube, das ist eher viel. Also ich denke, so viel muss es nicht sein. Wenn man jetzt überlegt, man würde halt die Hundetagesstätte rausrechnen, dann sind das ja schon mal 160 € im Monat weniger. Und wenn man jetzt auch noch die 100 € Training rausrechnet, naja, sagen wir mal, sind wir bei 250 € weniger. Dann komme ich in etwa auf die Summe, mit der ich ohnehin kalkuliert hätte. 250 € ungefähr. Und ja, nach oben sind der Sache natürlich immer keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch für ein Hundebettchen 2.000 € ausgeben und ihr könnt auch jeden Monat für Hundefutter bestimmt mehrere 100 € ausgeben. Grundsätzlich kann man sagen, dass ein großer Hund in der Regel teurer ist als ein kleiner, schon alleine aus dem Grund, weil er ja mehr frisst. Wenn ihr jetzt einen wirklich sehr, sehr kleinen Hund habt und ihr füttert den mit Trockenfutter, kann das sein, dass der mit 100 Gramm am Tag klarkommt. Wenn ihr einen wirklich großen Hund habt und ihr füttert den vielleicht mit Feuchtfutter, dann braucht ihr vielleicht über 1 Kilo. Das ist natürlich 10-mal so viel. Und entsprechend sind natürlich dann auch die Kosten höher. Wenn ihr natürlich mit einem großen Hund zu einem Tierarzt geht, braucht der ja, weil man das ja immer aufs Gewicht rechnet, in der Regel mehr Medikamente. Das heißt, die sind dann auch teurer. Also einen großen Hund impfen zu lassen, ist einfach teurer als die gleiche Impfung bei einem kleinen Hund. Wir haben jetzt auch noch den Kastrationschip setzen lassen. Der hat tatsächlich, also der Chip selber und die Behandlung und Untersuchung und Beratung und den ganzen Pipapo drumherum für ein Jahr 300 € gekostet. Muss man natürlich nicht machen. Hat man sich gleich wieder 300 € gespart. Aber haben wir halt gemacht. Und ja, so läppert sich das Ganze und deswegen würde ich schon sagen, also es ist doch teurer, als ich dachte. Ich hätte wie gesagt mit der Hälfte gerechnet. Ich muss aber auch sagen, dass ich hier wirklich nicht knausern. Also ich
gebe recht viel Geld für den Hund aus. Ich denke, das muss nicht sein. Ich glaube, dass man mit 100 bis 200 Euro gut dabei ist, ohne dass es dem Hund an irgendwas fehlt. Nach oben ist der Sache, wie gesagt, keine Grenze gesetzt. Ja, das ist vielleicht ein kleiner Überblick für euch. Was kostet, kann ein Hund kosten? Was kostet der ungefähr? Wie gesagt, bedenkt, die Tierarztrechnung, die klingt jetzt sehr hoch, aber der Hund ist ja an sich ein gesunder Hund. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Hund, der hat eine Hüftdysplasie oder eine Ellenbogendysplasie, vielleicht eine Futterunverträglichkeit oder ist ein Epileptiker und braucht ständig Medikamente, das wird ja viel, 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 viel teurer. Da lohnt es sich auf jeden Fall, so eine Krankenversicherung zu nehmen. Und wir haben uns den Hund ja nicht deswegen ausgesucht, also nicht zuletzt deswegen ausgesucht, weil es eine so gesunde Hunderasse ist. Und trotzdem habe ich in anderthalb Jahren 1500 Euro an Tierarztkosten ausgegeben. Die einzigen Sachen, die er mal hatte, war die Giardien als Welpe. Und jetzt hat er sich was in die Pfote eingetreten. Ja? Also das sind die einzigen wirklichen schweren Fälle, die wir hatten. Und trotzdem ist das so teuer. Damit habe ich wirklich auch nicht unbedingt gerechnet. Aber falls ihr halt überlegt, was kostet mich, was würde mich das in etwa kosten, dann habt ihr hier vielleicht einen kleinen Anhaltspunkt, was ich erwartet habe, was es letzten Endes gekostet hat, wie ich glaube, wie man aber Kosten minimieren kann und wie gesagt, mehr könnt ihr immer ausgeben. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und es hat euch gefallen. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier, Erfahrungsberichte. Bis dann, ciao, ciao.